Hallöchen, meine lieben Wanderer, willkommen zurück zu Omori. So, wir sind jetzt in diesem. Das ist sehr gruselig, weil wir wissen, dass Omori eigentlich eine schwarze Katze hat und ich will nicht wissen, was jetzt passiert. Miaus starte ich an. Sie weiß nicht, was passiert. Willst du Miau aufschlafen? Nein! Miau war sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr böse. Was ist ein Schlüssel? Ich will sie nicht ausschneiden. Was ist falsch mit euch? Ich lasse mich hier raus. Alter, also, ernst? Ich kann nichts machen. Oh nein. Sie dreht ihren Kopf aus Neugier. Nein, will ich nicht. Aber ich kann mir nicht weiter. Ihre Augen sind weit geöffnet. Sie möchte jetzt gehen. Ja, dann lass sie doch gehen. Ich will hier raus, Alter. Das ist total unangenehm gerade. Oh, she wants to go. Sie trampelt, um freizukommen. Ja, ich habe keine Antwort. Ihre Augen sind gefüllt mit Verzweiflung. Sie versucht zu schreien, aber keins kommt hin. Alter, könnt ihr bitte aufhören jetzt damit? Ich weiß nicht, was passiert. Weißt du auch, dass was passiert? Ah, okay. Der Raum ist weg. Alter, war das unangenehm. Das war mega unangenehm gerade. Die Blumenkrone von Agarate. Also es tut mir wirklich leid an alle Katzenliebhaber oder so. Ich hatte keine Wahl gehabt. Und wenn ich eine Wahl gehabt habe, dann war ich ein Idiot und habe das nicht gesehen. Mal sehen, ob in diesem Melon irgendwo ein Dings ist. Oh, war das unangenehm. Mega unangenehm. Das ist Basel. Omori, du kommst für mich zurück. Ist das meine Blumenkrone? Ich bin so froh, dass du sie gefunden hast. Lass uns hier rausgehen. Ich folge dir. Flup, flup. Hier Melonen auf, hier Melonen wachsen zu lassen, waren echt toll, aber ich vermisse mein Zuhause. Und ich vermisse meine Blumen zu Hause. Wie geht's Ihnen? Hast du dich gekümmert, als ich weg war? Im Grunde ja, ich konnte am Ende nichts dafür, weil irgendwie sind die trotzdem... Wassermelonen sind lecker. Wir haben sie jemals aufgeschnitten und zusammen am Strand gegessen. Ich kann Kelly immer noch sehen mit diesen ganzen Wassermelonen-Samen in seinem Gesicht. Sommerferien mit den Freunden war echt das Tollste, oder? Flup. 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 Alles klar, ich frag gar nicht erst.
Aber so krankhaft das hier auch aussehen mag, Rosa, man muss einfach daran denken, das sind kaputte Psychen. Das sind kaputte Psychen, die sich das nicht ausgesucht haben. Keiner hat sich das ausgesucht. Keiner hat sich das ausgesucht, so zu sein. Und so hat sich Omori genauso wenig ausgesucht, dass eben was da mit seiner Katze passiert ist oder was mit Basel gerade passiert ist. Ein Strand. Unsere Freunde, die wegen uns gelitten haben. Können wir sie immer noch Freunde nennen? Es ist egal, wie sehr ich das auch möchte. Die Dinge können nicht wieder so sein, wie sie mal waren. Aber wieso will noch ein Teil von mir das? Es gibt es immer noch Hoffnung für uns, Adam? Definitiv. Man darf halt nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste. Es gibt immer Hoffnung. So schwer es auch sein mag, so schwer die Aussicht auch sein mag und so hart alles es auch sein mag und so allein wie man sich auch fühlt, es gibt immer eine Möglichkeit noch. Es gibt immer Hoffnung. Man muss eben nur daran denken, nicht aufzugeben. Die Hand auszustrecken oder die Hand zu nehmen, die einem ausgestreckt wird. Die Tür ist rot. Aber ich würde jetzt gerne erstmal noch die anderen Türen betreten. Basel? Oh, gut, dass du kommst, Omori. Ich habe gedacht, ich bleibe hier für immer hängen. Es fühlt sich so viel besser an. Ich kann nicht glauben, dass du hier gekommen bist, um mich zu retten. Ich habe dich so vermisst. Nun, dass du hier bist, können wir endlich nach Hause gehen. Geh voran, Omori. Weißt du? Ich denke, Spinnen werden missverstanden. Sie mögen zwar gruselig aussehen, aber sie greifen nie Menschen an, außer sie fühlen sich bedroht. Man auf dem Bein bemerkt, dass sie meine größten Helfer sind, wenn ich im Garten am Arbeiten bin, weil sie all diese kleinen Pestlinge essen, die meinen Handpflanzen Schmerz, also Schaden zufügen. Das ist alles so ein Gleichgewicht der Natur. Erinnerst du dich noch da? Du hast mir gesagt, dass einmal eine große Spinne auf deine Schulter gefallen ist. Und dass du deswegen in dem See unseres geheimen Platzes springen wolltest. Ich weiß, dass die Spinne so gruselig ausgesehen haben muss, aber ich verspreche dir, dass du wahrscheinlich noch gruseliger für die Spinne ausgesehen hast. Nicht böse gemeint. Hier sind so viele Spinnen plötzlich. Ich fühle, wie sie alle über mich rüberkrabbeln. Vielleicht sagen sie nur Hallo. Hey, Space Spinnen. Ich bin's, Feuerfreund Basel. Ah, die beißen mich. Oh, wahrscheinlich mache ich ihnen nur Angst. Na, ruhig, ihr Spinnen. Ist das alles okay? Ich tue euch nicht weh. Oh, es sind so viele auf mich. Ich kann sie nicht wegkriegen. Omori. Omori, bitte. Hilfe. Babyspinnen betrauern den Tod ihrer Mutter. Irr. Da ist der Schlüssel.
Hallo Hand. Auch immer banal, wenn da so eine Hand angeschossen kommt. So. Ist ziemlich leer hier. Hm? Ich vermisse dich, Adam. Du warst immer jemanden, den ich mich verlassen kann, dass er mir zuhört. Meine Probleme, meine Hoffnung, meine Träume. Du wusstest, du kannst sie alle. Also, wenn du immer noch hier bist, dann lass meine Worte dich ein weiteres Mal erreichen. Ach, Basel. So, Händchen, wo seid ihr? Dass ich nicht einfach selbst zurückgehen kann, ey. Wo sind die denn? Wo sind die Hände? Und die Hände. Nein. So. Oh Mann. Es hat mich auch so ein bisschen teilweise geärgert, muss ich einfach sagen. Dass wir zum Beispiel Operator auch stehen gelassen haben. Oder Basel allein im Badezimmer gelassen haben. Obwohl wir gesehen haben, dass er Hilfe braucht. Verschwinden die ganzen Türen jetzt oder bleiben die? Ich glaube, die verschwinden alle, ne, wo wir drin waren. Wir kommen einfach durcheinander. Ach du Schande. Kel? Mari? Jo? Basel? Mann! Hoppere. Was wir sehen, ist gesichtlose Schatten. Basel. Eieieiei. Alles gesichtlose Schatten hier, ey. Weil ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich irgendwie auch mal wieder in deinen schönen Welten komme, wo wir schon waren. Nur will ich jetzt halt jede Tür mitnehmen, die da halt erschienen ist. Ich wäre gerne alles entdecken. You took a nice... Ich wollte nicht schlafen. Ich wollte mir das Bett angucken. Oh, was ist denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Gehen wir noch höher. Basel. Ah, Omori. Du bist es. Wie hast du mich gefunden? Sind Kel, Aubrey und Theo auch hier? Ich habe euch alle so vermisst. Ich bin froh, dass das Baumhaus noch steht. Alle haben so hart daran gearbeitet. Lass uns nach Hause gehen, Omori. Toast. Spielzeug. 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 Buch. Spielzeug. Korn. Korn TV. Game. Karten. Kekse. Game. Cookies. Cat. Gut, dann gehen wir mal. Huch. Ein Fahrstuhl? Ich frage mich, wohin der geht. Vielleicht können wir ihn nach Hause nehmen. Other World West Road from Valley Deep Well.
zum tiefen Brunnen. Fahren wir mal. Hallo. Irgendwie, nur wo wir jetzt gerade hier drin sind. Kann ich dir was sagen, Omori? Warte, Omori. Ich denke, ich stecke fest. Kannst du mir raushelfen? Ach, komm schon, wirklich. Omori. Leute, ernsthaft? Sind das alles diese, so man sagen, Tötungsmordfantasien, die unser Hauptcharakter gegenüber Marcel hatte? Einfach weil er ihm die Schuld gegeben hat, den Tod von Mari. Ach du Schande, was ist das denn? Hilfe. Damals wollte ich das retten, was übrig war. Aber nach allem hast du mich verlassen, Adam. Ich habe so lange auf dich gewartet, dass du zurückkommst. Auch wenn ich dich jetzt gerade, jetzt wo ich dich sehe, es ist hart, gerade richtig zu denken. Ich fühle, wie mein Herz schmerzt. Ich möchte mein Gesicht verstecken und mich verstecken. Es gibt so viele Dinge, die ich dir sagen möchte, aber die Wörter wollen nicht rauskommen. Ich habe nur so lange darauf gewartet, dass du zurückkommst, Adam. Aber du hast es nie getan. Ein empty Fishbowl. Da ist der Schlüssel. Ich kann das ja verstehen, Basil, dass du einen gebraucht hast und so weiter. Aber naja, man hat sich halt auch vor der Welt verschlossen. Ein Wald. Ein Baumstumpf? Oh. Omori, pst. Omori, ich bin hier. Tada. Du hast mich zu sehen? Ich habe mich hier in den Baumstumpf versteckt, seitdem ich hergekommen bin. Ich bin nicht gut darin, mich selbst zu verteidigen. Aber ich denke, ich bin recht gut darin, zu überleben. Jedenfalls, ich wusste, dass du kommst, um mich zu retten, Omori. Und ich bin mir sicher, wir schaffen es gemeinsam hier aus diesem Platz. Dieser Platz sieht ein bisschen gefährlich aus, aber ich vertraue dir. Ich versuche mein Bestes, Basil. Hey, Omori. Du benimmst dich so abweisend. Habe ich was Falsches gemacht? Na, gemeinsamer Boot. Mori, ich mag diesen Platz nicht. Es fühlt sich hier nicht sicher an. Aber immerhin haben wir doch zusammen, haben wir uns einander nicht. Eigentlich, seht ihr, was mich echt stört die ganze Zeit? Wirst du mir zuhören? Ich konnte sogar nicht ganz, konnte nicht so schnell lesen, wie das weg war, sorry. Wenn Vater was anderes gestanden hat. Schon wieder fehlt der Kopf, was denn? Warum?
Da fehlt ja schon wieder der Kopf. Warum, verdammt? Ich kapier das nicht. So. Kling, kling. Hallöchen, die Hände. So, die Seite müssten wir jetzt abgefrühstückt haben, eigentlich. Boah, wie viele Türen sind denn das? What the... Alles klar. Ciao. Ich weiß, dass die Tür da vorne rot leuchtet, aber doch, sie wären weniger. Wir haben jetzt die letzte Tür auf dieser Seite. Ich muss sagen, euch Machern von Omori, ihr versteht das echt. So echt die Psyche von Schwerdepressiven irgendwie einzufangen. Für so lange hast du die Wahrheit weggesperrt. Aber etwas brachte es dazu, wieder rauszukommen. Und es ist noch was, was es mal schaffte. Es wird nicht aufhören, sich zu Pflicht auszubreiten, bis du die Wurzel an allem findest. Der die Wahrheit gesehen hat. Wirst du mich zu ihm bringen, Adam? Ja, werde ich machen. So, jetzt dürfte es hier keine Tür mehr rechts geben. Ja, Leute, ich würde sagen, wir arbeiten uns dann an den letzten beiden Türen hier ab. Beim nächsten Mal. Oh, es ist echt schwer zu verdauen, schwere Kost. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht beim nächsten Mal die Reise zu einem schönen Happy End bringen, weil das ist das, was ich wirklich gebrauchen könnte bei diesem Spiel. Also, bis dahin. Cheerio.